So ungleich sind die Lebensverhältnisse in Deutschland und so schlecht sieht die wirtschaftliche Lage vor allem im Osten Deutschlands immer noch aus. Mir wurde vor einiger Zeit von einem Zuschauer empfohlen, ich solle mal mir den Gleichwertigkeitsbericht genauer anschauen. Doch jetzt hat das der gute Maurice Höfgen in seinem Wirtschaftsbriefing schon für uns übernommen und entsprechend reagieren wir jetzt einfach auf Maurice' Beitrag hier. In dem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie schlecht geht es den Ostdeutschen noch und welche Probleme plagen die Deutschen gerade am meisten? Spoiler, vor allem die Wohnungsnot und die steigende Arbeitslosigkeit mittlerweile wieder. Schauen wir einmal auf den neuen Gleichwertigkeitsbericht. So unterschiedlich sind die Lebensverhältnisse in Ostdeutschland, titelte die Zeit. Arbeitslosigkeit im Osten, Kita-Mangel im Westen, teure Wohnungen in der Stadt, weniger Hausärzte auf dem Land. Der Gleichwertigkeitsbericht zeigt etliche Baustellen. Das ist ein neues Projekt der Ampel gewesen und wir schauen gleich mal rein in den Bericht und zwar auf die wirtschaftlichen Kennzahlen und schauen ein paar Mal auf die Deutschlandkarte und erkennen da ein sehr gutes Muster, nämlich ein Ost-West- und so Nord-Süd-Gefälle. Hier geht es um das Bruttoinlandsprodukt je erwerbstätiger Person und wir sehen rot im Osten, viel rot im Osten, das heißt, das BIP pro Kopf ist hier gering. Im Süden und im Westen ist es deutlich größer, das heißt, da ist deutlich mehr Wohlstand oder eben in den Städten wie Hamburg. Ein Ost-West- und ein Nord-Süd-Gefälle, was sich durchzieht. Wir können auch auf den Entwicklung des Steueraufkommens schauen. Rot, bedeutet hier wenig Steueraufkommen je Einwohner, blau und weiß viel Steueraufkommen je Einwohner. Das Ergebnis ist das gleiche, Ost weniger und Nord weniger, ausgenommen die Städte wie beispielsweise Hamburg. Wir nehmen die Entwicklung der Arbeitslosenquoten hier ziemlich unglücklich gewählt, hat man jetzt rot als gut und blau als schlecht, ja, also einmal die Interpretation umgedreht, ja, mal Kritik an diejenigen, die den Bericht da geschrieben haben, aber auch hier. Arbeitslosenquoten eben im Süden und im Westen geringer als im Norden und im Osten. Und damit zieht sich, wenn man die wirtschaftliche Komponente nur nimmt, wirklich ein Bild komplett durch. Entwicklung der monatlichen Medianentgelte, auch hier das Gleiche, ja, im Osten schlechter als im Westen und im Süden. Und damit erkennen wir die Lebensverhältnisse zwischen Ost und Westen sehr ungleich. Noch immer, ja. Dann wurde außerdem auch noch abgefragt, wie die Bürger das denn sehen in Sachen Wirtschaft und hier zum Beispiel, wie zufrieden sind sie mit ihrer derzeitigen Lebenssituation. Dann noch die wirtschaftliche Kategorie. Hier beispielsweise, wie zufrieden sind sie mit ihrer beruflichen Perspektive in ihrer Region? Dunkelblau ist hier überdurchschnittlich gut, hellblau ist eben schlecht und wir sehen, ja, der Westen und der Süden ist wieder dunkler eingefärbt als Osten und Norden, ganz grob. Und auch hier verläuft genau diese Trennlinie, die sich also nicht nur in den harten ökonomischen Fakten zeigt, sondern eben auch bei der Befragung der Leute bei wirtschaftlichen Kategorien. Ja. Ja. Wenn man Ja, seltsam. Wenn es den Leuten schlechter geht, dann schätzen sie auch ihre eigene Position schlechter ein. Also das zeigt ja, dass die Leute zumindest ihre eigene ökonomische Position schon sehr vernünftig einschätzen können. Also das ist auch ein gutes Zeichen für unser demokratisches System. Dass die Leute dann auch, und es zeigt sich zumindest im Osten Deutschlands, dass die Leute dann auch entsprechend wählen. Also dass Parteien wie der AfD oder das BSW gerade stärker werden, das hängt eben sehr stark mit dieser ökonomischen Unzufriedenheit und der Unzufriedenheit über die Politik, die vor allem die CDU in diesen Ländern gemacht hat, zusammen. Also man sieht, also wie gesagt, das ist, finde ich, man könnte sagen, White Pill für unsere Demokratie. Also den Leuten geht es schlecht, sie schätzen ihre Lage richtig ein und ziehen dann an der Wahl ohne Schlussfolgerung. Das ist also jetzt natürlich für die Leute schlecht, dass es ihnen schlecht geht. Das ist schlecht, wie die Wiedervereinigung gemanagt wurde, dass damals Ostdeutschland komplett deindustrialisiert wurde. Das ist ja der Grund, warum dort die Lebensverhältnisse noch viel schlechter sind, als sie es hätten sein können, beziehungsweise warum da auch so viele Leute abgehauen und in den Westen ausgewandert sind. Ich meine, auch wenn sich die demografische Entwicklung ansieht, ist sie in allen ostdeutschen Bundesländern komplett katastrophal. Während der Westen so bevölkerungsreich ist wie noch nie, ist der Osten so bevölkerungsarm wie zuletzt unter Kaiser Wilhelm. Also das ist jetzt kein Scherz. Der Osten ist bevölkerungsärmer, als er es in den letzten 100 Jahren war. Und das ist eben Folge dieser miesen wirtschaftlichen Lage. Aber langsam erkennen die Leute, dass die Altparteien, die jahrelang eine Politik gemacht haben, die ihnen geschadet hat, dass die zu wählen eben nichts mehr bringt und ziehen an der Wahl ohne die entsprechenden Schlussfolgerungen. Und das, ja, da wird interessant zu sehen, wie es dann weitergeht.
Wenn man einmal die Lebensqualität in unterschiedlichen Regionen in Deutschland vergleicht, wurde dann gefragt, welche der folgenden Aspekte sind hierfür für Sie wichtig? Gute Gesundheits- und Pflegeversorgung, bezahlbares Wohnen auf 1, ja, ganz klare Infrastruktur. Ja, also ihr seht es hier, Wohnen ist auf Platz 1, Gesundheitsversorgung ist zusammen damit auch auf Platz 1. Also danach kommt, ich wollte gerade sagen, Migrationsthema scheint hier gar nicht so hoch zu sein, aber okay, Sicherheit vor Kriminalität, das hängt natürlich eng mit dem Migrationsthema zusammen, aber die ersten zwei Themen, die hängen sehr eng mit Wirtschaftspolitik zusammen. Die hängen sehr eng mit den neoliberalen Reformen zusammen, die letzten Jahrzehnte gemacht wurden. Also bei Gesundheits- und Pflegeversorgung, da kann man an die Unterfinanzierung des Gesundheitssektors denken, da kann man an das eingeführte Fallpauschalensystem denken, an die Privatisierung von Kliniken und an den massiven Mangel an Pflegekräften, den wir auch haben. Also der Pflegesektor ist ja in so einem schlechten Zustand, weil man da so wenig Geld reinsteckt. Also wir hätten genug Pflegekräfte, aber wir haben rund 500.000 Vollzeitstellen in Deutschland, also Pflegekräfte, die sagen würden, ja, ich würde wieder Vollzeit in der Pflege arbeiten, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären, wenn das Gehalt besser wäre. Aber wie gesagt, Arbeitsbedingungen sind zu schlecht, Gehalt ist zu niedrig. Deswegen haben wir fertig ausgebildete Pflegekräfte, die jetzt in anderen Berufen arbeiten. Also das sind ungefähr 300.000 bis 600.000 Vollzeitäquivalente, die da fehlen. Also das ist ein sehr wichtiges Thema und bezahlbares Wohnen. Dazu kann ich euch kurz eine Statistik zeigen. Monatlich genehmigte Wohnungen. Also das sind jetzt nicht die Sozialwohnungen, darauf wird Maurice gleich noch eingehen, sondern das sind die Gesamtwohnungen. Wir sehen hier, schauen wir uns mal nur die Trend- und Konjunkturkomponente nach Berliner Verfahren an. Oder nehmen wir mal Saison und Kalender bereinigt. Das ist, glaube ich, die bessere Zahl. Wir sehen hier rund 34.000 sogar. Wo sind also 34.000 genehmigte Wohnungen noch im Frühjahr 2022, bevor das Ganze mit den Zinserhöhungen der EZB losging. Dann hat die EZB die Zinsen erhöht. Die Leute konnten sich ihren Wohnungsbau nicht mehr leisten, weil die Kredite zu teuer waren. Und was ist passiert? Der Wohnungsbau hat sich halbiert. Also der Wohnungsbau ist heute halb so hoch, wie er noch vor 2 Jahren war, ungefähr. Also es ist wirklich eine einzige Katastrophe, beziehungsweise die monatlich neu genehmigten Wohnungen. Das ist die Zahl, die wir uns hier ansehen. Also es ist wirklich eine einzige Katastrophe, was in diesem Sektor passiert ist. Und das wird die Wohnungsnot noch weiter verschärfen, vor allem angesichts der hohen Zuwanderung, die wir hier gerade in Deutschland haben. Also wir holen mehr Leute ins Land und bauen weniger Wohnungen. Also das wird die Wohnungspreise noch, also das wird zumindest die Mietpreise noch wesentlich weiter in die Höhe treiben. Strukturantworten, Kriminalität auf 3, gute Verkehrs- und Infrastruktur auf 5 auch wieder Infrastruktur und dann gibt es eben hier gutes Angebot an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, also die berufliche Perspektive, die ökonomische Perspektive hier sehr wichtig. Die Bundesregierung hat das vorgestellt in Person von Nancy Faeser und Robert Habeck. Thilo war dort, um mal nachzufragen, weil ja, die zwei haben das ziemlich abgefeiert, wie der Bericht denn so war. Dabei gibt es da eben auch sehr viel Negatives und Thilo hat mal den Finger in die Wunde gelegt. Das hören wir uns mal an. Mit der nächsten Frage. Ja, vielen Dank, dass ihr über den Gleichwertigkeitsbericht bisher eher positiv geredet haben, würde ich ein paar beängstigende Ergebnisse mal kurz ansprechen. Zum Beispiel, dass mehr als 80% der Menschen sagen, dass es schwierig ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Mhm. Nur 44% beurteilen die Verkehrsanbindung und Mobilitätsangebote im Land als gut. 41% sagen, die Gesundheitsversorgung habe sich verschlechtert. Und nur 43% halten die Qualität der Schulen für gut. Und bei Kitas und Ganztagsschulen sind es noch weniger. Sind diese Ergebnisse nicht ein Nährboden für den Rechtsruck im Land, den wir erleben? Also ist die Lage nicht tatsächlich schlechter als die Stimmung? Also, warum man das jetzt so abschließen muss mit, ihr ruiniert gerade unser Land, ihr sorgt dafür, dass es den Leuten schlechter geht, das reicht doch als Punkt. Also, da braucht man doch nicht hinterher schieben, ja, ihr ruiniert unser Land, den Leuten geht es schlechter und das nützt dann der AfD. Anstatt einfach zu sagen, dass das an sich schon was Schlechtes ist. Dass die Wohnungen knapp werden, dass die Kriminalität steigt, dass das Gesundheitssystem immer schlechter ausgerüstet ist. Also all diese Dinge sind ja an sich schon schlecht. Dafür braucht es keine AfD, damit diese Politik abzulehnen ist. Nancy, willst du zuerst, dass ich nicht mehr noch reden muss? Danach würde ich aber keine 2 Wörter sagen. Ja, na klar. Also ich glaube, da muss man ja auch in die Details gucken, wo ist was zu vermelden. Sie sehen ja, dass gerade in den Ballungsräumen, was den Wohnraum betrifft, die Erkenntnis da ist, dass es als sehr schlecht empfunden wird, gerade bezahlbaren Wohnraum zu finden. Deswegen arbeiten wir ja so daran. Deswegen hat sich diese Bundesregierung das ja auch zu einem eigenen Thema genommen, sogar mit einem eigenen Ministerium, was ja auch eine Veränderung in der Frage der Wahrnehmbarkeit dieses Problems ist. Und diese
Ist ja wirklich gut, dass sie ein eigenes Ministerium dafür gemacht haben. Nur wahrscheinlich kennt nicht mal 2% der Deutschen, wie diese Dame heißt, die das Ministerium leitet. Und ich weiß, es ist Clara Geiwitz. Ja, aber auch nur, weil ich mich ein bisschen mit der Entwicklung im Bausektor beschäftigt habe und dass ja die zuständige Ministerin ist. Sonst hätte ich deren Namen wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. Also das ist so eine vollkommen unauffällige SPD-Bürokratin, die gar nichts macht. Also die betreibt komplette Arbeitsverweigerung. Das wird uns Maurice im Laufe des Beitrags hier gleich noch ein bisschen genauer erklären. Viel ist dabei bisher auch nicht rumgekommen, weil da neue, also Wohnbauförderprogramme gemacht wurden, die nicht abgerufen werden, ja, wo dann ganze Zeit die Kriterien nochmal geändert werden müssen, weil die Bauziele nicht erreicht werden, bei weitem nicht erreicht werden. 100.000 neue Sozialwohnungen wollte man bauen, 23.000 sind es geworden. Ja, Zielverfehlung von 77%, wobei ich glaube, es war jetzt in der 23 sogar 26 oder 27.000, nur noch 73% Zielverfehlung. Ja, man bessert sich, ja, auf sehr, sehr niedrigem Niveau. In Schulnoten trotzdem 6 Sätzen. Ja, das ist wirklich bitter. Clara Geiwitz meldete sich nie öffentlich mit Forderungen nach mehr Geld oder Ähnlichem, sondern wenn dann mit der Bereitschaft, Effizienzstandards zu senken, um damit die Bauwirtschaft zu entlasten, gleichzeitig aber auch die Klimaziele zu gefährden. Denn auch das, ja, im Gebäudesektor haben wir nicht nur ein Thema Bezahlbarkeit, sondern auch ein Thema Verfügbarkeit und Klima, ja. Klimaschutzstandards und Emissionen, die werden dann nämlich immer gerissen. So. Sie hat explizit mal auf die Frage, ob sich ein Sondervermögen fordert, was auch viele der SPD-nahen Ökonomen ja nahelegen. Immer wieder Abschläge geantwortet, nein, das sollte man jetzt, so sollte man die Schuldenbremse nicht aushebeln. Von daher, toll, dass wir das Ministerium haben. Allein an Ergebnissen kommt zu dieser Frage aus dem Ministerium leider, leider, leider viel zu wenig. Dabei war das ein zentraler Bestandteil des SPD-Wahlkampfs, ja, für die Bundestagswahl 21. Auch der Investition in den Bereich. Und ich finde, in einer sehr schlechten Rahmenbedingung, die wir hatten in den letzten Jahren, also was den Ausbruch des furchtbaren Krieges von Putin betrifft, die Auswirkungen dieses Krieges auf... Inwieweit hat Putin dafür gesorgt, dass in Deutschland weniger Wohnungen gebaut wurden? Also ich stelle jetzt, also in Russland werden übrigens sehr, sehr gut Wohnungen gebaut. Also darauf, wo Putin darauf Einfluss hat, nämlich auf die russische Baubranche, da läuft es wesentlich besser als in Deutschland. Also Wohnungsbau in Russland ist, mehr als doppelt so viele Wohnungen jedes Jahr gebaut wie in Deutschland. Also da läuft es wesentlich besser als hier. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland, die Energieversorgung. In diesen schwierigen Jahren haben wir trotzdem es geschafft, für 300.000 neue Wohnungen zu sorgen. Also das ist ja, muss man auch, glaube ich, mal herausheben, was auch die Kollegin Clara Geiwitz mit ihrem Haus dort geschafft hat. Insofern ist es für uns... Aha, das soll also die Leistung... Also, was Clara Geiwitz geschafft hat, ich zeige euch nochmal die Zahlen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Wir hatten hier, als die Ampel, kurz nachdem die Ampel in die Macht gekommen war, 2022, zu Beginn des Jahres, rund 34.000 neu gebaute Wohnungen, beziehungsweise immer so stabil etwas über 30.000, könnt ihr rechnen, über ziemlich viele Jahre hinweg, dank der Nullzinspolitik der EZB vor allem. Niedrige Zinsen regen den Wohnungsbau an. Kann man relativ klar sagen. Die Zinsen waren hier immer niedrig, beziehungsweise wurden weiter gesenkt. Entsprechend war der Wohnungsbau hoch. 2022 hat die EZB auf ausdrücklichen Wunsch der deutschen Vertreterin Isabel Schnabel, einer SPD-nahen Politikerin, die im EZB-Direktorium sitzt und dort diese Zinserhöhung mitbeschlossen hat. Also die deutsche Regierung wollte, dass das hier passiert. Hieran ist die Ampel direkt mit schuld. An dieser völlig katastrophalen Entwicklung. Der Wohnungsbau hat sich halbiert, beziehungsweise die neu genehmigten Wohnungen, wir müssen ja sprachlich korrekt bleiben, die haben sich halbiert. Die haben sich in den letzten 2 Jahren halbiert. Das ist die Bilanz der Ampel. Das ist die Bilanz von Clara Geiwitz und Nancy Faeser sagt es, ja, das hat sich doch gut gehalten. Also wenn eine der wichtigsten Wirtschaftssektoren hier in Deutschland sich mal eben halbiert, dann sagt Nancy Faeser, ja, so schlecht sieht es doch gar nicht aus. Also ich finde, das lässt für die deutsche Industrie doch Böses erahnen, wenn es da auch so kommen sollte. Und wenn da dann am Ende die Hälfte abgewandert ist, stellt sich wahrscheinlich auch Habeck hin und sagt, ach, so schlimm sieht es ja gar nicht aus, die Hälfte ist ja noch da. Also was soll man zu dieser Regierung noch sagen? Sein, ja. Vor allem, wenn man sich anguckt, dass ja die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eigentlich dem Bauministerium nachgeordnet sein soll und die Möglichkeit haben, mit Eigenkapital ausgestattet zu werden und zu bauen,
die also staatlich selbst Wohnungen bauen könnten, auch wenn es nur für Bundesbedienstete ist, wiederum macht dann Plätze woanders frei. Ja, Realität ist bitter, die haben irgendwie keine 400 Wohnungen oder so gebaut bekommen. Also hier jetzt Clara Geiwitz und die Bauziele über den Klee zu loben, sehr, sehr vermessen, vor allem wenn man sich anguckt, wie es insgesamt im Bereich Mieten... Vollkommene Realitätsverweigerung. Also kannst nicht einen Sektor um die Hälfte abstürzen lassen, das politisch durch deine Maßnahmen wirklich verursachen. Also es ist ja nicht so, als ob diese Zinserhöhungen vom Himmel gefallen sind. Die Zinsen sind ja nicht einfach irgendwie aus irgendwelchen Gründen gestiegen, sondern die wurden erhöht. Die wurden erhöht von politischen Entscheidungsträgern, die dort hingesetzt wurden, unter anderem von der Ampelregierung. Die Ampelregierung hat Isabel Schnabel dort hingesetzt, wo sie jetzt gerade sitzt, und ist damit mitschuld an diesem Absturz der deutschen Baubranche. Das hat die EZB hier intentional verursacht. Die EZB wollte mit diesen Zinserhöhungen die Wirtschaft abschwächen. Die EZB wollte unter anderem die Bautätigkeit runterbringen. Das war das Ziel dieser Zinserhöhung. Also wir sollten uns hier nichts vormachen. Hier findet eine politisch gewollte Zerstörung unseres Bausektors, eine politisch gewollte Deindustrialisierung unseres Landes statt. Das sind alles Dinge, über die wir mal reden müssten. Aber ja, man muss das Wirtschaftsbriefing gucken, um von sowas mitzubekommen. Also in den Nachrichten wird sowas ja nicht mal erwähnt. Häuserpreis und so weiter ausgegangen ist. Die Häuserpreise sind nur gesunken, weil die Zinsen so stark gestiegen sind und viele eben mit ihrer Finanzierung überfordert sind, Grundstücke wieder abgegeben haben, all das. Und da hat die Ampel nichts für gemacht. Die Mieten allerdings nicht. Ja, aber wenn die die Mieten sind noch nicht gesunken, die werden auch nicht sinken. Also unwahrscheinlich, dass die den Häuserpreisen folgen, denn wenn die Nachfrage nach Wohnungen hoch bleibt, sich keiner den Neubau von Wohnungen leisten kann, der Neubau einbricht, ja, dann bleibt die Nachfrage nach Wohnungen ja trotzdem noch hoch und die Mieten, die bleiben dann trotzdem hoch beziehungsweise steigen noch weiter, obwohl die Häuserpreise etwas zurückgegangen sind. Also nur weil da jetzt etwas Luft aus der Blase entweicht, heißt das nicht, dass die Mieten sinken. Ja. Immerhin kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, ein Teil des neuen Haushaltes ist, dass die Mietpreisbremse etwas nachgeschärft wird und um ein Jahr verlängert wird bis 29, und zwar, dass in 3 Jahren die Mieten nur noch um 12 statt um 15% steigen können. Das ist immer noch deutlich mehr als das Inflationsziel der EZB und damit überdurchschnittlich. Das als Erfolg zu verkaufen, ja. Uns weiterhin ein Auftrag. Ja, also man könnte auch sagen, die Ampel zündet das Haus an und stellt einen Wassereimer daneben. Dort tätig zu sein und auch eine Bestätigung unserer Arbeit insofern, dass wir dort was tun müssen und dass dort noch sehr viel Bedarf ist. Die anderen Punkte, die Sie angesprochen haben, die, und da gehe ich jetzt mal kurz auf meinen Erfahrungsschatz auch der letzten Jahre zurück vor meiner Verwendung als Bundesministerin, dass die Versorgungslage im ländlichen Raum schlechter geworden ist im medizinischen Bereich, das hat man ja gerade in ländlichen Räumen sehen können. Es haben beispielsweise viele Geburtsstationen in Krankenhäusern geschlossen. Das lag natürlich auch an dem System des DRG-Systems in Krankenhäusern, dieser sogenannten Fallpauschale, dass eben nur ein gewisser Satz für die Krankenhäuser bezahlt wurde, egal wie kompliziert der Fall ist. Und gerade im Bereich der Kindermedizin gab es eine starke Unterfinanzierung. Die wird jetzt beispielsweise von unserem Kollegen Gesundheitsminister mit der Krankenhausreform angepasst. Es gibt ein. Also der Mann, der damals als Chefberater der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt verantwortlich für das Fallpauschalensystem ist, der wird sich jetzt sicherlich für eine bessere Gesundheitsversorgung einsetzen. Ja, also was ich über die Krankenhausreform gehört habe, ist, dass die wohl auch viele Kliniken dazu bringen wird, zuzumachen, so wie das bisher ja ohnehin schon der Fall ist. Wir sehen es ja, dass viele Kliniken im ländlichen Raum schließen werden und dieser Zentralisierungsprozess, der wird von dieser Reform wohl nicht gestoppt werden. Eine zusätzliche Leistung finanzieller Art, gerade in diesem Sektor, und der wird dazu führen, dass es besser wird. Also ich finde, der Gleichwertigkeitsbericht zeigt auch an vielen Stellen, dass wir jetzt die richtigen Weichenstellungen getroffen haben als Bundeskabinett, um dort Veränderungen auch herbeizuführen. Und das ist auch gut so. Und auch die Frage der Vergabe von Fachärzten. Gibt es noch genügend Kinderärzte in der Nähe? Wie ist die sonstige Facharztversorgung? Das ist ein Problem der
GRKV, wo ich auch finde, dass beispielsweise die kommunale Ebene ein stärkeres Mitspracherecht bräuchte. Nämlich zu beurteilen, reicht das eigentlich aus, in einem Ort von, weiß ich nicht, 10.000 Einwohnern nur eine Kinderärztin zu haben oder bräuchte es nicht mehr? Das hat was mit der Sitzvergabe zu tun. Insofern, wenn man in die Details reinguckt, dann sieht man, dass wo Handlungsbedarf besteht, auch für welche Ebenen. Insofern liefert der Gleichwertigkeitsbericht ja auch gute Daten, um vor Ort auch nochmal für Veränderungen zu sorgen und zeigt auch, dass die richtigen Weichenstellungen dieser Bundesregierung auch getroffen wurden in vielen Bereichen. Ich würde kurz ergänzen und Herrn Elgar Bartsch auch das. Also auf die Frage nochmal nach kritischer Auseinandersetzung mit den Ergebnissen, die nun mal kritisch sind. Ich habe eben nur ein paar gezeigt, allein die wirtschaftliche Dimension, ja, also sehr klares Bild. Da kann man sehr klar die Linien ziehen und trifft fast immer die richtige Antwort, wo es gut und wo es schlecht läuft. Ausgewichen. Das Wort geben, der Bericht ist deswegen nicht nur gut, sondern bedeutsam, ja, würde ich sagen. Während wir sonst nach Wahlen manchmal die Frage haben, wie gerecht geht es in Deutschland zu? Also der Bericht zeigt, dass es sehr, sehr schlecht aussieht und es keine große Hoffnung gibt, dass sich die Zustände verbessern würden. Die Leute erkennen die Probleme, aber wählen auch entsprechend. Also die Grünen sind ja überall abgestürzt. Die CDU ist leider noch relativ stark, aber in Ostdeutschland, da wo die Probleme am größten sind, da stürzt es ja auch ab. Ja, und trotzdem will die Bundesregierung nichts ändern. Das sind doch sehr, sehr interessante Erkenntnisse. Auf einer Skala von 1 bis 10 oder so etwas, geht der wirklich tief rein. Sie finden die Daten beginnend auf Seite 94. Es geht Zusammenhalt in der Nachbarschaft, Sicherheit in der Wohnumgebung, Betreuungsmöglichkeiten, dann aber auch die Fragen, die Herr Jung gestellt hat. Und dadurch gibt es eine tiefere Erkenntnis, was die wahrgenommene und die reale Sorge der Menschen ist. Und es gibt darüber hinaus einen Schluss, den man jetzt schon ziehen kann. Und der sagt für mich, dass die Infrastruktur häufig viel bedeutsamer ist, als wir es einschätzen für das Gerechtigkeitsgefühl im Land. Die politische Debatte, wie gerecht geht es in Deutschland zu, kreist. Privatisierte Krankenhäuser sorgen dafür, dass die Leute das Gefühl haben, Mensch, ich zahle hier meine Krankenkassenbeiträge, ich zahle hier meine Steuern, aber der Service verschlechtert sich jedes Jahr, während Klinikkonzerne hier Milliardenprofite machen. Irgendwie ist das ungerecht. Also das hätte man nicht wissen können, als man sich zu dieser Gesundheitsreform Anfang der 2000er entschlossen hat. Das war ja eine rot-grüne Regierung von SPD und Grünen, wo Gesundheitsministerin Ulla Schmidt mit ihrem Berater Karl Lauterbach das Ganze gemacht hat. Das war ja nicht irgendwer, das waren wie gesagt SPD und Grüne. Um Mindestlöhne, kreist um Zuschüsse, um Transferleistungen. Die SPD hat übrigens eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert. Daran sollte man an der Stelle auch noch mal kurz erinnern. Das war die SPD-Vertreterin Christiane Schönefeld, die in der Mindestlohnkommission gesagt hat, gegen den Willen der Gewerkschaften, der Mindestlohn, nee, den erhöhen wir nicht auf 14 Euro, ich schlage mich auf die Seite der Unternehmer. Und im Bundestag haben dann SPD und Grüne nochmal gegen einen höheren Mindestlohn gestimmt. Sollte man an der Stelle vielleicht auch mal erfinden. Also wenn Robert Habeck hier vom Mindestlohn spricht, ja, wer sorgt denn dafür, dass man sich vom Mindestlohn, wenn man den lange genug erhält, dass man dann am Ende immer noch eine Armutsrente hat? SPD und Grüne, die eine Erhöhung des Mindestlohnes verhindert haben. Mehrfach sogar. Staat ist. Und das hat ja auch alles seine Bedeutung, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber keine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, schlechte Erreichbarkeit der Städte, Kino, Bäckerei, Schuhladen, Apotheke und Bank geschlossen im Dorf, schlechtes Internet, Betreuungsinfrastruktur, Arzt- oder Krankenhausinfrastruktur, all das hat eine, so sagt mir der lange die Datenbericht, eine große Bedeutung, nicht nur für die Versorgung von Gesundheitsleistungen, sondern für die Wahrnehmung, wie gerecht geht es in Deutschland zu. Das ist richtig, was Robert Habeck gesagt hat. Das ergibt sich aus dem Bericht. Allerdings müsste man das nochmal korrigieren, nämlich um den Anteil der Betroffenheit. Es sind mehr deutsche Leute von dem Zustand der öffentlichen Infrastruktur betroffen. Straßen, Brücken, Schulgebäude, ÖPNV, Amt, ja, all das, wie läuft das, Behörden, als von Arbeitslosigkeit, als von Mindest- oder Niedriglöhnen. Ja. Deshalb diejenigen, die von Armut betroffen sind, von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die Mindestlöhne nur verdienen. Für die wäre wahrscheinlich die Antwort eine andere, oder wenn man das mit sozioökonomischem Stand, ja, Zustand korrigieren würde, wäre wahrscheinlich auch das Ergebnis ein anderes, als einfach nur zu fragen, was sind denn eure, woran machen sie denn fest, ob es hier lebenswert ist oder nicht. Ja? Und natürlich, weil es einfacher ist, selbst für von Armut betroffene Leuten, bei dieser Frage erstmal darüber zu reden, als über
sich selbst und den eigenen sozioökonomischen Zustand. Und insofern, also der Bericht hält das auf. Also das sollte nicht die Schlussfolgerung sein, das will ich damit sagen, dass wir deshalb weniger über Arbeitslosigkeit, über Niedriglöhne, über Sozialstaat reden sollten. Ja? Die politische Debatte wird sich meiner Ansicht nach in Zukunft viel stärker mit den Infrastrukturen von sozialer Gerechtigkeit und Zusammenhalt beschäftigen müssen, als es in den letzten Jahren der Fall war. Vielleicht, Elga, magst du ergänzen? Ja, ich würde gerne noch kurz... Ja, in dem Sinne würde ich abschließen. Das war Maurice Höfkens Bericht über den Gleichwertigkeitsbericht. War sehr, sehr interessant. Schaut gerne bei seinem Wirtschaftsbriefing vorbei. Ich bin mit ihm nicht immer einer Meinung. Vor allem zum BSW hat er schon einige komische Sachen gesagt. Hatte ich damals auch drauf reagiert. Aber nichtsdestotrotz ist immer eine gute, fundierte Kritik an der Bundesregierung, die er hier vorträgt. Bringt häufig die richtigen Zahlen, also schaut da gerne vorbei. In dem Sinne, nochmal der Hinweis in eigener Sache, folgt mir auf Rumble, da heiße ich Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Folgt mir auf Odyssee, da habe ich zwei Kanäle, sind beide hier eingeblendet. Die Links zu Rumble und Odyssee findet ihr in der Videobeschreibung, sowie in der Kanalbeschreibung auf YouTube, als auch auf Twitch. Das heißt, ihr könnt mich eigentlich gar nicht verfehlen. Wenn ihr mir auf Rumble und Odyssee folgen wollt, dann schafft ihr das auf jeden Fall auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.